Herzlich willkommen in den Westfjorden. Herzlich willkommen zu Tag 4. Wir sind jetzt schon eine gute Stunde unterwegs und sind an dem Hotpot Hellerlaug angekommen, den wir euch jetzt zeigen. In 36 Grad warmem Wasser am Meer. Und genießt. Und genießt sein Leben. Genau. So, haben wir uns wieder umgezogen. Gefühlte minus 35 Grad, aber hat sich gelohnt für diesen Ausblick. Jetzt fahren wir noch mal 22 Minuten weiter zum nächsten Hotpot. Also kommt ihr da auch wieder mit hin. Wir sind jetzt am zweiten Hotpot angekommen, beziehungsweise wir müssen noch ein bisschen weiter runterlaufen. Aber hier ist so hart krasser Wind gerade. Wir sind mal gespannt. Das ist auf jeden Fall ein großes Ding. Also, wir werden jetzt hier nicht in den Hotpot reingehen. Weil erstens kostet der pro Nase 11 Euro. Das ist halt manchmal so. Und was nicht das Problem ist, aber die sind jetzt beide zu kühl. Und deswegen werden wir jetzt weiterfahren. Jedoch sind wir einen Monat zu spät. Hier ist einfach nichts. Aber wir liegen trotzdem mit ein bisschen Sonne im Moos und haben trotzdem eine wundervolle Aussicht. Und es hat sich dennoch gelohnt, hier zu laufen bzw. hinzufahren. Abendessen für heute. So, Abendessen mit Ausblick. Wir sind gerade in Patricksfjord angekommen, in unserem Hostel. Und wir zeigen euch einmal hier jetzt den kleinen Aufenthaltsraum hier unten und unser Zimmer. Denn oben sind noch ein paar andere Leute und die wollen wir jetzt nicht stören. Aber hier gibt es noch eine eigene Küche, die man verwenden darf. Morgen früh kriegen wir sogar Frühstück, ist mit inbegriffen. Kaffee ist mit drin. Und ja, das ist unser wunderschönes Zimmer.
finde, ja, wir sind ja jetzt zum zweiten Mal hier auf Island und bis dato ist es wirklich das schönste Zimmer, was wir hatten und halt auch wirklich ein sehr, sehr schönes Hostel mit einem super tollen Ausblick auf den Fjord und auf den Bergkamm. Wie ihr gerade schon gesehen habt, beim Essen haben wir schon den Ausblick genossen. Aber für heute war es das tatsächlich mit dem Video, Tag 4. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne ein Like da, ein Abo und aktiviert die Glocke. Ansonsten bleibt dran, morgen kommt Tag 5. Viel Spaß noch!